Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, dass ihr gut geschlafen habt. Ich schon soweit. Ich bin auch fit. Heute ist der 15. Fastentag. Ich schreibe jetzt auf so meinen Tagesplan, was ich machen möchte. Ich war ja auf der Waage, also es ist Wiegetag. Ich habe in den 2 Wochen jetzt 6,3 Kilo abgenommen, also 6 Kilo. Das ist eine schöne Nebensache. Ich bin zufrieden. So, ich habe die Kirche aufgeschlossen, nachher muss ich nochmal hierher, weil unsere Glocken TÜV, den kleinen TÜV bekommen, habe ich auch nicht gewusst, dass sowas gibt. Und da bin ich auch gespannt. Deswegen gehe ich jetzt noch kurz heim, trinke und nachher komme ich wieder. Einfach herrlich, oder? So, bald kriegen wir unsere Glocken überprüft. Das ist echt spannend. Der Glockenprüfmann ist da und ich habe mich hierher hingesetzt und ich mache meine Schreibsachen jetzt echt geschickt. Dann ist es auch erledigt und ja, Winterdienst habe ich auch gemacht. Mal gucken, wie lange ihr braucht und ich hoffe, dass die Glocken in Ordnung sind. Tut gut, oder? Wir hören gar nichts, aber er hört ganz viel und weiß, was gut und was schlecht ist. Unsere Kirchenglocken, die sind überprüft. Jetzt gehe ich heim, mache halt dort noch was. Muss ja noch für die anderen auch was kochen. Und dann geht's weiter. Ich musste heute doch Brühe ansetzen, weil gestern die Jungs mir meine Brühe aufgegessen haben. Aber die habe ich ein bisschen aufgepeppt, den Jungs, ein bisschen Wurstschnei geschnitten. Und ja, und da habe ich mir neue angemacht. Was meint ihr? Wie sieht's aus? Nach was? Richtig, Karotten. So, ich bin wieder zurück vom Arzt. Also Schilddrüse ist in Ordnung. Super toll. Ich freue mich voll. Und wie ihr seht, es schneit hier. Voll schön. Ja, und also Respekt vor Fasten. Weiter geht's. Mal gucken, wie lange. Und meine Ohren sind gesäubert worden. Also jetzt höre ich alles. Alles, alles. Aufpasse. Ja, jetzt gehe ich rein und schau, was zu Hause los ist. Und nachher muss ich spät nochmal arbeiten. Das wollte ich euch auch zeigen. Guck mal, echter Waldhonig von Mooswald. Ja, von Sulzbach. Das haben wir gekriegt damals von Oma und Opa. Boah, voll lecker. Von unseren Bienchen aus dem Schwarzwald. So. Und heute war ein guter Tag, würde ich sagen. Ein sehr guter Tag, mir geht's gut. Also was ich gerne mache, mich hinzusetzen in Gottes Häusern und einfach die stille Zeit zu haben, Gebet, mal auch ein Andachtsbuch oder einen Spruch zu lesen. Einen Text und Gedanken machen. Diese Woche kommen unsere Tannenbäume weg, auch unsere Krippe. Da wird es wieder leerer sein. Ja, Frank hat heute gekocht und das war so lecker. Das war also vom Geruch her, ne? Also ich habe ja meine Karottensuppe, Brühe getrunken, gegessen und der hat so was Leckeres gemacht. Boah.
Da habe ich mir auch einen Augenblick gemacht, Gedanken. Oh, das ist schade, dass ich nicht mit esse. Aber nur einen kleinen Augenblick. Ich verabschiede mich für heute. Heute der 15. Heilfastentag und melde mich morgen wieder. Also, wie lange ich noch faste? Ja, mir geht's gut. Also, der Arzt, ja, hat mir noch viel Erfolg gewünscht. Ich würde mal sagen, bis Wochenende oder am Montag Fasten brechen. Ich weiß es noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß wirklich nicht, wie lange ich Fasten tue. Was war dein längstes Fasten? Also meins war mit 23 Tagen und mir geht es ja gut. Heute der 15. Tag, morgen gleich 16. Also bis Wochenende, wenn es gut geht, gell, da kann man ja weitermachen. Ja. Ja. Und vor allem, also ich faste mit Gott und er gibt mir echt Kraft, wirklich Kraft, das durchzustehen. Und da bin ich sehr dankbar. Also. Bis morgen. So, ich bin wieder zurück vom Arzt. Also Schilddrüse ist in Ordnung. Super toll. Ich freue mich voll. Und wie ihr seht, es schneit hier. Voll schön. Ja, und also Respekt vor Fasten. Weiter geht's. Mal gucken, wie lange. Und meine Ohren sind gesäubert worden. Also jetzt höre ich alles. Alles, alles. Aufpasse. Ja, jetzt gehe ich rein und schau, was zu Hause los ist und nachher muss ich spät nochmal arbeiten.